So, jetzt einmal durchatmen, die ganzen Reibereien von eben gerade vergessen und gepflegt unsere Sachen verkaufen. Also wir haben da Feigwendlin. Einmal den Säbel, den sie in der Hand hat. Den Rapier können wir für 10 Dukaten verkaufen, obwohl er kaputt ist. Hm. Das muss ich mir gleich noch überlegen. Vielleicht ist der Rapier ja eigentlich teurer. Wie schaut es mit Pfeilen aus? 42, 32, das ist okay. Und das war es auch schon mit Säbeln. Gut, Feilschen, Quendeln. 59 Dukaten. So, wenn wir jetzt einen neuen... Ups. Gesprächsende. Wenn wir jetzt einen neuen Rapier kaufen wollen würden, wie teuer wäre er dann? Sie hat gar keinen. Das macht das Ganze noch um einiges schwieriger. Also werden wir uns doch einen Schmied suchen müssen. Schuhe können wir kaufen. Und sogar Stiefel. Ah, doch, sehr gut. Also kaufen wir mal 2 Stiefel. Ja, und wir wurden rausgescheucht. Quendeln, was hast du da schon wieder angestellt? Also wir haben jetzt weder die Stiefel noch das Geld dafür. Hier gab es aber einen Schmied, oder? Ja, bestimmt. Da ist ein Lagerhaus, da ist ein Schmied. Tjal Hövenson. Dafür müssen wir nach Osten bis zu einer großen Kreuzung. Dann nach Norden wieder auf die Karte gucken. Also, erstmal nach Osten bis zu einer großen Kreuzung. Das wäre dann hier. Dann nach Norden. Ich glaube hier rum, darum, dahin. Genau. Einmal reparieren bitte. Oh, ihr Bogen ist auch angeschlagen. Um den Langbogen zu reparieren, müsstet ihr schon 8 Silber locker machen. Okay. 6 Stunden Arbeit. Oh, der kann immer nur eine Sache gleichzeitig reparieren. Yeah. Das ist nicht so toll. Gibt es hier noch einen Schmied? Den können wir bei dem einen das einen Auftrag geben, bei dem anderen das andere. Da ist eine Händlerin. Da ist ein Händler. Nee, anscheinend nicht. Kräuterhändlerin. Da war die Waffenhändlerin. Nö. Na gut, dann werden wir halt erstmal ohne Gwendens Rapier klarkommen müssen. Und die nächste Gaststube suchen. Die müsste hier sein. Dann schlafen wir bis zum nächsten Tag. Und hoffen einfach, dass er da wieder sitzt und sich nicht irgendwo verdrückt hat. Wir hätten gerne ein Einzelzimmer für eine Nacht. Hier schaut es mit Essen aus. Wir haben uns lange nichts mehr gegönnt. Also kaufen wir mal hier was. Für 15 Silberstücke. Gute Hausmannskost. Ja, besser als die trockenen Rationen oder das, was wir unterwegs finden. Und einmal ordentlich schlafen. Da freut sich Gerugon auch. Und Mürrim, die ja immer noch ein bisschen verschnupft war. Mürrims Kopf ist wieder klar. Sehr schön. Dann gehen wir schnell zum Schmied. Andersrum ist es schon schwieriger. Also erstmal ganz weit nach Süden. Darum. So, hier ist der Marktplatz. Gucken wir mal, wie ich es ungefähr finden kann. Da war die Waffenhändlerin und deswegen bin ich da lang gelaufen. Nee, der Schmied war ganz woanders. Da oben. Okay, neuer Versuch. Wir gehen rechts rum. Dann müssten wir ihn fast sehen, wenn wir uns links halten.
Also nach Westen. Ne, das wird nichts. Komm, da springen wir jetzt einmal kurz hin. So. Holen unseren Bogen ab. Quelle ins Rapier. Können wir den irgendwie selber reparieren vielleicht? Gegenstand benutzen? Verbessert den Zustand ihrer Waffen. Dies ist ein Rapier. Oh. Der ist nicht mehr kaputt. Das ist ja kurios. Aber na gut. Gib mal Jalen ihren Bogen wieder. Dann gehen wir doch jetzt derart vorbereitet wieder vor die Stadt. Also wie man mit einem Schleifstein einen gebrochenen Rapier reparieren will, das würde ich gerne wissen. Aber Gwendolyn kann das wohl. Er sitzt wieder da. Das ist doch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Euer Geschäftspartner führt euch durch die gerade erwachte Stadt. Dabei schlägt er wohl etliche Haken, denn in diesem Städtchen könnte man in eine falsche Richtung so lange gar nicht laufen. Schließlich kommt er an eine Kellerklappe, zu deren Öffnung er etliche schnelle Handgriffe benötigt. Geht vor, ich muss die Türe verriegeln. Widersprechen? Ich sagte doch bereits, nach meiner Pfeife oder gar nicht. Also, geht vor. Oder verschwinden. Das wird auf jeden Fall eine Falle sein. Na gut, wir spielen mit, halten aber unsere Zauberbögen und Waffen bereit. Vorsichtig klettert ihr die steile Treppe hinab in das Dunkel. Es dauert ein wenig, bis sich eure Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Doch kaum ist es soweit, hört ihr ein leises Geräusch und findet euch von Dunkelheit umhüllt. Henska, du Schweinehund, flucht jemand. Er hat uns eingesperrt. Das war laut. Tatsächlich scheint euch Henske in diesem Gewölbe allein gelassen zu haben. Und das hämische Lachen, das ihr kurz darauf von oben hört, könnt eure Annahme bestätigen. Ihr seid alleine. Und wir sind zum ersten Mal in einem Dungeon. Das ist doch sehr schön. Dann Gwendolyn ist schon vorne, sehr gut. Wir haben komischerweise recht viel Licht. Ach, deswegen Talanas Zauberstab. Na gut. Sagt die Karte. Karte sagt, da wäre eine Treppe nach oben, aber die ist bestimmt abgesperrt, wie uns hier gerade gesagt wurde. Ja, am Ende der Treppe ist eine Luke, die allerdings von außen verriegelt ist. Henske hat euch hier eingeschlossen. Oh, was ist das da hinten? Hier liegen eine Menge Vorräte. Wollt ihr etwas davon mitnehmen? Nein, wir dürften noch mehr als genug Essen haben. Und ich hoffe mal, das Programm versteht diesmal auch ein Nein, denn im letzten Teil hat man ja Nein drücken können und trotzdem 100 Stück bekommen. Aber sieht gut aus. Ah, da wir uns jetzt endlich mal vor einem Kampf vorbereiten können, sollten wir auch gleich die Gulmon-Blätter essen. So. Und zwar alle, damit du auch du 2 Bewegungspunkte mehr bekommst. Das zahlt sich nämlich schnell mal aus. Quellen auch noch, dann fehlt glaube ich nur noch Gerugon. Ah ne, Mirum auch noch. Gerugon. So. Und Mirum. So, wir könnten noch andere Kräuter zu uns nehmen. Um uns vorzubereiten. Also Belmartblatt zum Beispiel. Aber wir wissen nicht direkt, was da jetzt auf uns zukommt. Also sollten wir erstmal schauen, was passiert. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Vorräte. Da geht's hoch, also haben wir nur einen Weg, den wir gehen können. Wir wollen das Schloss knacken. Und ein Kampf. Mal gucken, was für Gegner das werden. Mumien. Okay, das kommt unerwartet. Du
dahin. Du schießt... Nee. Du gehst dahin und schießt dann schräg auf die Mumie. Also wenn das die normalen Mumien sind, die wir bisher so kennen, dann dürften die nicht allzu viel aushalten. Ich habe da immer nur so eine Panik gemacht wegen etwaigen Krankheiten. Das heißt, wir werfen einfach mal ein Ignifaxius mit 4 auf den. Das dürfte reichen. Jo. Und den anderen erschlagen wir so. Ja, das läuft doch soweit so gut. Einen Schritt zur Seite. Auf den. Alte Option. Ja, der fügt uns kein bisschen Schaden zu. Geron stellt sich erstmal in den Weg. Tirik kann wenigstens noch zuschlagen. So, das waren mal eben die Mumien. Hat nichts dabei. Erfahrungspunkte sehen wir auch leider nicht. Aber wir dürften wohl einfach weitergehen können. Obwohl, erstmal nach Krankheiten gucken. Vielleicht hat sich ja im zweiten Teil jetzt da irgendwas verändert bei den Mumien. Aber schaut nicht so aus. Na gut. Oh, was war denn das gerade für eine Wand? Die sah komisch aus. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf die nahestehende. Mit wieder 5. Hat sich am letzten Kampf ganz gut bewährt. Jo, 40 Trefferpunkte. Ordentlich, ordentlich. Aber ja, die Wand, die gerade vor uns ist, also nicht hier, sondern am anderen Bildschirm, die war ganz schön hell. Ich denke mal, das ist eine Geheimwand. Auch wenn das eine ziemlich offensichtliche Geheimwand wäre, aber man weiß ja nie. Sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken. So, kannst du an Talana vorbeischießen? Ja, sehr schön. Tirik, du hältst einfach mal den Rücken frei. So, du schießt wieder. Du haust mit deinem frisch reparierten Säbel dazu. Oder Rapier. 16 Trefferpunkte, sehr schön. Oh, sie kann nicht mehr treffen. Dann mach doch mal 2 Schritte vor und versuch's dann. Nö. Na gut, dann halt noch mal 3 Schritte vor. Du hältst dich einfach zurück. Und Mürum beendet das Ganze jetzt. Oder auch nicht. Jetzt dürftest du aber treffen können. Ah. 10 Mumie. Genau, das Stück da meine ich. Das ist ziemlich hell. Sieh mal eine an. Entfernt ist Mürren. Mürren? Ist jetzt gar nicht mehr wichtig, wer vorne steht. Hm. Eine Geheimtüre. Mal sehen, was uns dieser Dumpfbacke von Hesker hier eingebrockt hat. Ja, gucken wir mal. Ja, ich sehe schon mal da hinten eine Truhe. Da ist noch eine helle Wand. Oh, noch ein Kampf. Oh. Ganz viele Priester und die können blenden. Das ist gar nicht gut. Zaubern. Kampf. Ignifaxius auf. Den da. Maximal. Das sieht sehr übel aus. 30 Treffpunkte und er steht noch. Zauber misslingt zum Glück. Ja, wirklich zum Glück. Du gehst dann bitte dahin. Zauber misslingt. Du... Versuchst mal, von da aus auf den zu zaubern.